Hey Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo ich. Ah, hier. Ich wollte gerade fragen, wo ich habe denn. Nee, warte, wo habe ich das Rohr? D-d-d-d, komm schon, werd fertig, werd fertig. Oh. Ich habe mich mit der Länge so ein bisschen vertan. Dahin und tada. Wasser. Das Auto ist ein bisschen demoliert. Und hier brauche ich. Habe ich wirklich so viel Eisengrad-Eder verbraucht? Oh je. Oh je, ich hole mal wieder Eisen. Dieses Feld an Steinen wird irgendwann komplett verschwunden sein, weil ich so oft dagegen gefahren bin. Genauso wie ein sehr großer Teil meiner Base. Dann auch nur aus diesem einen Grund. Aha, nirgendwo dagegen gefahren. Links Eisen. Haha. Da fällt mir gerade auf, ich habe keine Schaltkreise mitgenommen. Ich hätte vielleicht nachgucken sollen, was das Zeug braucht. Immerhin, jetzt kann ich schon mal 10% von. Ach, keine Ahnung. Ich lasse mir jetzt irgendwas Dummes einfallen. Also, ich kann mir zumindest schon mal einen Logistikroboter und einen Bauroboter bauen oder so. Ist doch schon mal was.
48, Reich von Robopod. Für einen Bauroboter und einen Logistikroboter. Ei. Eieiei. Autsch. Warum haben die das nur so teuer gemacht? Ich meine, das waren mal nur die hier. Dann waren es, glaube ich, 200. Oh, Mann. Ich hat mich schon gefreut, dass ich das jetzt gleich habe. Nun denn, das wird noch ein langer Weg. Ein wirklich, wirklich, wirklich langer Weg. Außerdem fällt mir auf, ich komme nicht mehr über den Tag mit Solarenergie, also muss ich wohl mehr Solarzellen bauen. Zwei. Akkumulatoren, das klingt toll. Dann wenigstens ein bisschen Strom auf Lager. Okay, dann
Ja gut, das Schweigen, ja, sorry. Ja, also 43 Watt, ist klar. Ist klar, 43 Watt von dem. Stimmt ja, die Dinger haben keine allzu große Reichweite und sind teuer. Zumindest teuer für den Anfang. Andererseits kann ich halt jetzt schon mal den machen. Es wird zwar jetzt ewig dauern, aber 44 Objekte benötigen Bauchroboter und die Dinger sind arschlos langsam, wenn man sie so nur nutzt, ja. Egal. Das Auto habe ich auch irgendwo abgestellt, aber ja. Ich renne einfach hin und her. Okay. Hab's mir überlegt, ich baue's doch intelligent. Du haust Eisenplatten raus und Kupferplatten. Und Akkumulatoren, yay. Kann ich jetzt schon was, welche machen? Ja, zwei Stück. Die stelle ich einfach mal erstmal irgendwo hin. Ist ja reichlich egal, wo die stehen. Immerhin, die dürften jetzt ausreichen, um meine Base für 2 Sekunden zu betreiben. Oder halt mit sehr viel geringerer Geschwindigkeit. Ja, für was Vergleichbares. Also, Geschwindigkeit geht runter, aber die effektive Produktion bleibt trotzdem bei diesen 2 Sekunden. Falls ich überhaupt gar keine Kohle mehr habe. Wo mir dazu noch einfällt. Ich habe ja jetzt Festbrennstoff. Das Ding ist fertig. Dann stelle ich mal eine Kiste mit meinem Festbrennstoff. Einfach hier hin und der wird dann einfach ja in den Kreislauf des Verbrennens eingeführt oder so. Es ist kein wirklicher Kreislauf und ich laber wieder Bullshit, aber egal.
Ding hat auch den Geist aufgegeben. Das Ding auch. Damit liegt meine Kohleproduktion jetzt hier erstmal still. Heißt demnach, der verbrennt jetzt erstmal den Festbrennstoff und danach kommt dann die ganze normale Kohle dran. Juhu. Sieh mal einer an, die Roboter haben es geschafft. Okay. Damit habe ich jetzt zumindest ja Platz gemacht. Und nun sollte ich mich vielleicht mal dem widmen. Was das Motoreinheit und elektrische Erzförderer, der braucht die drei, okay. Es macht Verteilerfließbänder. Außerdem sollte ich mir mal eine Fabrik aufstellen, die hier in Schnelle verwandelt. Es braucht doch nur Zahnräder, genau. Die Crafting-Liste ist ein bisschen lang gerade. Aber fangen wir mal schon mal an. Module. Gleich ist schon wieder das alle und außerdem, ach so, ja. Nein. Es dauert gerade ein ganzes Weilchen. Schön. Ich bin auch nicht total ungeduldig oder so. Nicht losfahren, nicht losfahren, nicht losfahren. Und ja, da würde ich dann auch diese Folge beenden.
Sehe ich gerade nur, weil ich auf die Uhr gucke und ich stelle fest, ich habe gerade sehr wenig geredet. Tut mir leid. Ich war in Gedanken versunken. Also. So. Das ist also demnach kein sonderlich interessantes Let's Play. Ich versuche in der nächsten Folge wieder gesprächiger zu sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr wollt, dass ich mehr rede, schreibt es in die Kommentare, gebt mir Themenvorschläge, was weiß ich. Und ja, bis dann. Wir sehen uns. Tschüss.